Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schwestern und Brüder, herzlich willkommen an diesem Gottesdienst am 1. Advent 2023. Heute beginnt das neue Kirchenjahr. Advent, wir bereiten uns auf die Ankunft Jesu vor, der als Kind geboren werden wird, in einem Stall in Bethlehem. Die erste Kerze wird heute entzündet. Es wird heller. Über diesem Sonntag ein Wort des Apostels Paulus. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr untereinander Liebe übt. Diese Worte wollen wir in der Predigt bedenken. Uns allen wünsche ich einen gesegneten ersten Advent. Die heutige Lesung am ersten Advent steht geschrieben im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 13. Kapitel. Sei niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Halleluja! O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ, ihr Wolken brecht und regnet, den König über Jakobs Haus. Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, ihr seid alle von Gott Geliebte. Geliebte des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Paulus formuliert es sehr schön, sehr schlicht und sehr einfach. Die Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde erkennt man an der Liebe. Diese Liebe können wir üben, weil wir von Gott Geliebte sind. Und untereinander sind wir als Christen daran erkennbar, wie wir miteinander umgehen, in Wort und in der Tat. Liebe. Davon kennen wir alle viele Spielarten. Wir kennen die erwiderte Liebe und leider kennen wir vielfach auch die unerwiderte. Wir kennen die verzweifelte, die übermäßige, die erdrückende, die himmelhoch jauchzende, die abgedrehte, die Heteroliebe und die bi- und homoerotische Liebe. Wir kennen auch die nichtende Liebe und die endende. Im Deutschen gibt es nur ein Wort, Liebe. Das Griechische kennt für die Liebe zwei Worte. Das Griechische ist auch die Sprache, in der Paulus geschrieben hat, auch den Römerbrief. Das eine griechische Wort heißt Eros. Ihr erinnert euch, Schwestern und Brüder, alle an diesen kleinen, diesen verschmitzten Jungen aus der griechischen Mythologie. Er steht da mit Pfeil und Bogen. Und mit seinem Pfeil trifft der Mann oder Frau ins Herz. Und dann spulen sich alle diese Dramen der Liebe ab. Tragödien und Komödien, Menschen, die sich aufgeben, die sich lächerlich machen, Menschen auch, die gedemütigt werden oder sich grausam rächen. Menschen, die sich umarmen und lieben und vor Glück immerfort strahlen. Das ist der Eros. Der Eros allerdings ist nicht die Liebe, die Paulus beschreibt in diesem Abschnitt, den Tini Schluck uns gerade vorgelesen hat. Dort heißt das Wort für Liebe Agape. Und diese Liebe ist etwas Persönliches, etwas Gemeinschaftliches. Diese Liebe ist auch etwas Politisches und Kulturelles. Im Deutschen übersetzen wir Agape mit Nächstenliebe. Das ist die Liebe zu dem Menschen, der bisweilen bedürftig ist und dem man hilft, ganz selbstverständlich. So wie man es sich selbst auch wünscht, dass einem geholfen werde, wenn man in Not gerät. Agape, Nächstenliebe, ist ein Konzept auf Gegenseitigkeit. Paulus schreibt, seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz Gottes erfüllt. Denn alles, was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen oder begehren, und was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, und die Liebe, die tue dem Nächsten nichts Böses. Wenn ihr das tut, in Liebe, dann habt ihr das Gesetz erfüllt. Wir Christen, Schwestern und Brüder, haben diesen Gedanken der Nächstenliebe nicht erfunden. Wir haben ihn übernommen von unseren jüdischen Schwestern und Brüdern. Nächstenliebe war das Merkmal der Unterscheidung von der Welt. Von der Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt. Das ist die Welt der Sieger und der Besiegten. Jesus sagt, bei euch soll es anders sein. Jesus war in dieser Tradition aufgewachsen. Jesus war Jude. Nächstenliebe kann man sehen und hören und schmecken und riechen. Damals, zu der Zeit des Paulus, wurde es deshalb gerade cool, ein Christ oder eine Christin zu werden. Das ist schon ein krasser Unterschied zur heutigen Zeit. Denn wenn man der neuesten Untersuchung über Kirchenmitgliedschaft glauben darf, dann hat sich das verändert. Derzeit ist es nicht cool, Christ oder Christin zu werden. Und vielleicht, Schwestern und Brüder, ist es gerade an der Zeit, dass wir, die wir Christsein cool finden, daran etwas ändern. Dass wir einen Aufbruch starten, dass wir vorleben und dass wir der Welt zeigen, wir tun dies gerne, dieses Liebe üben. Wir tun dies fröhlich und tröstend, mit einem Lächeln und hoffentlich immer auch mit einer Prise Humor. Denn, Schwestern und Brüder, wir Menschen sind ja keine vereinzelten Inseln in einem unendlichen Ozean. Wir Menschen sind miteinander verbunden. Dort, wo wir einander lieben, da achten wir aufeinander. Wir helfen mit guten Worten und Taten. Dort, wo wir einander lieben und Liebe üben, da entsteht eine Art Liebesbiotop. Ein Kraftfeld der Wärme, in das andere eintreten können, wenn ihnen kalt ist. Diese Agape, diese Nächstenliebe, das ist das Liebesband sozusagen der Ehering zwischen Gott und den Menschen. Es ist die Verbindung der irdischen mit der himmlischen, der gegenwärtigen mit der zukünftigen Welt. Jesus sagt, das Reich Gottes kann ich in der Idee der gelebten Nächstenliebe in der Welt erkennen. Deshalb ist die Botschaft gelebter Liebe in christlicher Gemeinschaft heute so hoch aktuell. Denn was erleben wir in der gegenwärtigen Welt? Wir erleben die Verwirklichung von Hasskonzepten. Es ist ja das Gegenteil dessen, wozu wir Christen eingeladen sind. Für diese Umsetzung von Hasskonzepten steht in diesen Tagen die Hamas. Steht in diesen Tagen Putin mit seinen Schergen. Sie verbreiten strategische Konzepte und was sie tun, das ist wohl kalkuliert. Es steckt das Kalkül dahinter, die niedrigsten menschlichen Gefühle zu benutzen, um den eigenen Volksstamm Macht und Raum zu verschaffen. In der Welt der Hamas und der Putin sind alle, die nicht so sind wie sie selbst, niedere Rassen und Völker. Weil sie niedere Rassen und Völker sind, dürfen sie abgeschlachtet und ermordet werden, dürfen ihre Leichen als Trophäen ausgestellt werden. Darf man die dazugehören zu diesen niederen Rassen und Völkern, versklaven, vergewaltigen und ausbeuten? Was geschieht, das ist das Gegenteil von christlicher Religion, von Agape und dem, was Paulus als Gottes Willen beschreibt. Mohammed, der Prophet, dem der Koran zugeschrieben wird, war zu seiner Zeit mit Juden und Christen eng befreundet. Er dreht sich sicherlich fortwährend im Grabe um, wenn er die Prediger der Hamas reden hört, wenn er ihre Anhänger sieht in den Straßen und auf den Plätzen in Europa, Amerika, Asien und Afrika, wenn sie gröhlen und so tun, als sprechen sie in Allahs Namen. Geliebte Schwestern und Brüder, die Welt wackelt und stöhnt vor Hass und Angst und Zorn und Gewalt. Deshalb lasst uns auf Paulus an diesem Adventssonntag hören. Lasst uns unsere Ohren öffnen, dass wir es im neuen Kirchenjahr beherzigen. Wacht auf aus eurer Nacht. Zieht euch Kleider des Lichts an, schreibt Paulus. Der Tag bricht an für den einzelnen Menschen, für den die christliche Gemeinde, für den die Welt geschaffen ist. Ein neuer Tag bricht an. Schwestern und Brüder, auch das ist wahr. Das eine sind gute Worte und ist das Wollen. Das andere ist das Tun. Als Kirche müssen wir uns eingestehen, dass wir an dieser Nächstenliebe untereinander immer wieder auch scheitern. dass wir diese Nächstenliebe nicht üben dort, wo es notwendig ist. In diesem Jahr war dies sichtbar vor aller Augen, hier bei uns auf der Insel, in unserem Kirchenkreis, in unserer Nachbargemeinde. Das ist bitter. Kirche macht sich schuldig und hat sich schuldig gemacht. Wir Christinnen und Christen sind Menschen. Und manchmal menschelt es ziemlich bitter. Wir sind nicht perfekt. Und gerade wo wir uns Schwestern und Brüder nennen, kommt es zu tiefen Verletzungen. Es ist wie im richtigen Leben. Dort, wo man sich sehr nahe ist, verletzt man sich oft am heftigsten. Doch, Schwestern und Brüder, das Scheitern ändert nichts daran, dass die Einladung des Paulus zur Nächstenliebe an uns gilt. So wie es ein Scheitern gibt, so gibt es auch viele deutliche und zahlreiche Zeichen in unserer Gemeinschaft der Kirche. Christliche Schulen und christliche Krankenhäuser, Einrichtungen für Menschen mit Handicap, wo mit Hingabe und Fantasie der Liebe alle Mühe eingesetzt wird, um diesen Menschen zu helfen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dort, wo Menschen in ihrem Zusammenleben Biotope der Liebe entstehen lassen, da wird die Welt mit einem Schlag heller und wärmer. Liebe Schwestern und Brüder, das ist in dieser Adventszeit ein Brief, ein Anruf, eine Nachricht über soziale Medien, womöglich auch ein gemeinsamer Spaziergang in dieser traumhaften winterlichen Landschaft. Ein Gespräch. Liebe, das sind auch Überstunden im Krankenhaus oder im Pflegeheim oder in der christlichen Gemeinde. Eine Spende auch für die Organisationen und für die Menschen, die sich in diesen Zeiten dem Krieg und der Gewalt entgegenstellen, die dort sind, wo Menschen aufgrund von Erdbeben und Überschwemmung alles verloren haben. Es ist Advent, Schwestern und Brüder, die Zeit, in der das Licht sichtbar wird. Heute, am ersten Advent, da haben wir die erste Kerze entzündet. Das Licht soll warm leuchten in die Welt und in unsere Zeit. Mit jedem Sonntag wird es heller, bis an Weihnachten ein Lichter mehr davon kündet, dass Gott in diese Welt hineingeboren wurde, als Mensch, als Friedefürst, als Mittler zwischen der irdischen und der himmlischen Welt. Er ist gekommen, damit wir uns bewusst werden, jeder und jede von uns ist ein Licht in dieser Zeit, ein Widerschein Gottes in der Welt. Schwestern und Brüder, Geliebte in Christo, zieht an das Kleid des Lichts. Es ist Advent. Amen. Macht hoch die Tür, die Tore macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein König Thron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End er bringt, der halben jauchzt mit Freuden singt, gelobet sei. mein Heiland groß von Tat. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mich deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint, dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit, den Namen dein, o Herr, sei ewig preist und ewig. Schwestern und Brüder, gemeinsam lasst uns das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Am Ende dieser Videoandacht, Schwestern und Brüder, bitten wir heute um eure Unterstützung. In der Adventszeit sammeln wir traditionell für Brot für die Welt. Brot für die Welt, die Organisation in der evangelischen Kirche, die sich um die Menschen kümmert, die in Not leben müssen. Brot für die Welt versucht, diese Not zu lindern. Durch viele Aktionen, viele unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Gott segne Geber und Gaben nach seiner Barmherzigkeit. Amen.